Jetzt oder gar nicht. Oh nein, was passiert? Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Ich hoffe nur, dass Sascha den besorgt hat. Er macht echt alles davon abhängig, ne? Verlieben, verloren, vergessen, verzeihen. Freunde, Part 2 von Hilf mir, ein kleines Problemchen, Leute. Ja, der Ben ist halt einfach nicht so gut bestückt. Die sind jetzt im Schwimmbad, er mit seiner Perle. Und was jetzt passiert, Freunde, wird euch aus dem Puschen hauen. Kurz darauf. Lola, nicht Lola, sondern Lana, ist ja fast das gleiche, die flirtet schon mit dem nächsten. Und zwar mit einem Muskelprotz hier. Ach du heiliger Strose. Hey, was machst du? Hallo, ich bin fertig. Was machst du? Guck mal, seine Muskeln krass, oder? Ey, das ist eine richtig korrekte Freundin, Bro. Ben, wir sehen uns im Gym, Bro. Weg da. Weg mit der. Weg mit der. Aber was ist das denn für ein Tattoo, ey? Wow. Wow. Heftig, ja, ja. Ich muss los, ciao, ja. Also was ist das denn für eine Freundin, Alter? Der Ben, der ist ja eben mit der sehr, ne? Der hat halt ein kleines Problem, traut sich nicht mit ihr intimer zu werden. Und dann verhält sie sich noch so, es wird allerhöchste Zeit, Schluss zu machen, Ben. Hey, sei doch jetzt nicht so. Nee, sei doch nicht so. Das ist doch ganz normal in einer Beziehung, dass ich den nächstbesten hier direkt so anfasse. Der kommt so dahin und sie steht dahin und bewundert den. Hä? Was? Sei doch nicht eifersüchtig, was soll denn das? Nee. Er hat dir nur geholfen. Und du so, guck mal seine Muskeln. Du warst gerade voll begeistert von seinen Muskeln. Du kamst aus dem Staunen fast gar nicht mehr raus, ja? Ich hab aber nur auf dich gewartet, dann hat er mir seine Hilfe angeboten, ja? Ja, bestimmt. Du brauchst doch gar nicht so. Genau, wer es glaubt, wird selig, ja? Erzähl das dem Nikolaus, aber nicht mir. Kollege. Und vor allem, weißt du was? Die Männer, die so viele Muskeln haben, die haben meistens nichts in der Hose. Okay, der Satz hat gesessen. Ich habe hier noch Haarwachs hinten in den Haaren, Freunde. Bin echt zu dumm, um mir die Haare manchmal zu machen. Ich habe noch mies Haarwachs in den Haaren. Ja, das ist auch eine geistkranke Aussage gewesen. Die Männer mit den dicken Muskeln haben meistens nichts in der Hose. Und das sagt sie zu Ben, der ein kleines Problemchen hat. Der hat gesessen. Und sie lacht vor allem darüber. Bro, es wird allerhöchste Zeit, Schluss zu machen. Glaub mir, vertrau mir. Vertrau El Margo. Vertrau Mats. Ja, ich habe Ahnung. Ich weiß wie. Schwimmer, da ist auch richtig was los. Es ist richtig was los, da ist ja richtig Betrieb. Ja, die haben wahrscheinlich nach Schluss gedreht. Ich würde jetzt gerne wissen, was du in der Hose hast. Komm her. Also warte, chill. Chill. Ja, was ist denn los? Komm. Was ist denn? Ey, ganz ehrlich, ich hab keinen Bock mehr da drauf. Nee. Was soll denn das? Nee. Wenn du nicht willst, dann geh ich zu ihm. Nein. Ich kann jeden... Ich kann jeden haben, dann gehe ich zu ihm. Das ist echt, das sind tolle Aussagen in einem Streit, ja? Wow. Warte doch. Ich bin schon echt ein bisschen... Ah, was sagt er jetzt? Platt. Lana akzeptiert überhaupt keine Grenzen. Sie grapscht Ben an. Das hat doch nichts mit Liebe zu tun. Nee, die ist echt ein bisschen grabby-mabby unterwegs, ne? Bei dem Namen Lana, da ist man halt ein bisschen grabschig unterwegs. Aber das Ding ist natürlich jetzt, der Ben, ich weiß nicht, also will er das jetzt auf Ewigkeiten hinauszögern? Ich weiß auch nicht, wie lange die jetzt schon zusammen sind. Er scheint ein Weilchen. Deswegen ist es ja auch verständlich, vielleicht, dass sie die nächsten Schritte machen will. So, ne? Also, ich appelliere hier einfach an dieser Stelle wirklich an Ben, dass er das ganze Ding jetzt mal aber beendet. Ja, aber Dali. Die ist eine Trophäenjägerin. Wenn Ben nicht, dann eben jemand anderer. Richtig, genau. Männer sind halt austauschbar für sie. Und das könnte Ben jetzt hier ganz gut erkennen. Voll, absolut. Ich will auch, aber nicht hier in der Öffentlichkeit verschissen. Wir können doch später zu mir hier noch ein bisschen entspannen. Nein, er schiebt das immer weiter auf und nachher geht es auch nicht. Es sei denn, DPD-Lieferung ist angekommen. Der Bre hat nämlich einen Plastikdödel bestellt, ja, und will denn sie täuschen im dunklen Zimmer, dass das seiner wäre. Ja, jetzt oder gar nicht, entscheide dich. Ja, jetzt. Ja, komm. Jetzt oder gar nicht, oh nein, was passiert? Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Ich hoffe nur, dass Sascha den besorgt hat. Er macht echt alles davon abhängig, ne? Ich hoffe, dass er den Plastikdings besorgt hat. So, was sagt Lana? Ich fand es ja noch ganz süß, dass Ben so schüchtern und zurückhaltend ist. Aber mittlerweile geht's mir richtig auf den Sack. Es nervt ja übel. Der soll sich jetzt mal anfassen lassen. Der soll jetzt mal mit mir in die Kiste springen. Das kann doch nicht mehr wahr sein. Denn immer, wenn ich ihm näher kommen will, hat er irgendwie eine Ausrede oder sowas. Ja! Aber damit ist jetzt Schluss. Ja, entweder okay. Heute oder gar nicht. Heute oder gar nicht, alles klar. Zollstock, die sind natürlich in Köln. Selbstverständlich, in welcher Stadt sonst? Ben hat keine Wahl mehr. Noch lacht Ben, aber er hat schon mächtig Druck. Der 18-Jährige, also im Kopfdruck, psychisch Druck, nicht da Druck. Mitbewohner Sascha
ist seine vermeintlich letzte Rettung. Aha. Mitbewohner Sascha. Ui, die gibt direkt Gas. Oh mein Gott, oh mein Gott, ey. Willst du schon wieder abhauen? Nein, keine Angst. Ich will nur kurz zu Sascha gehen und sagen, dass er uns nicht stören soll, damit wir alleine sind. Dass wir okay, aber geh mal zu Sascha, ja? Mal gucken, ob er das Ding dabei hat. Ja, klar. Ich warte auf dich. Bis gleich. Ja. Ich muss vorbeikommen, dann müsste ich eigentlich Zeit haben. Hast du eine Sekunde? Hast du eine gesagt? Sag mal, kannst du eigentlich nicht anklopfen? Ja, was ist los? Hast du eine gesagt? Nein. Du willst sofort. Mach doch auf lautlos, Digga. Das ist ein iPhone, Mann. Da kann man lautlos machen. Wir schlafen jetzt. Nein, sorry, Mann. Ich hab's noch nicht geschafft. Das war einfach viel zu spontan. Ich hab's nicht geschafft. Ah, der hat's noch nicht geschafft. Okay. Nein. Ich brauche das. Wird's schon. Das nein, schon. Nein, komm, nein. Ich brauch den. Das ist wichtig jetzt. Du schaffst das auch so. Guck mal, das Telefonat ist richtig. Wieso soll er jetzt noch losgehen und den holen oder was? Und dann wartet sie im Zimmer eine Stunde oder was? Wie stellst du dir das denn vor, Ben? Das Ding ist nicht da. Du musst ja jetzt durch. Oder du machst jetzt Schluss oder was? Richtig, komm. Du schaffst das schon. Du redest doch, ich hab mich auf dich verlassen. Ja, sorry, das war einfach zu spontan. Ich hab's nicht geschafft. Komm, das ist wichtig. Komm, geh. Du schaffst das schon. Ich drück dir die Daumen. Mach. Also, du machst das schon. Okay. Oh nein, der Arme wird jetzt einfach... Oha, die ist schon auf jeden Fall ready, Maddie. Kannst du schon ein bisschen helfen, oder? Entgegenkommen, zumindest die Jacke ausziehen. Ja, ich bin mal gespannt. Ben steht jetzt mit dem Rücken zur Wand, da ist keiner mehr, der ihm helfen kann. Uiuiui, wie man im Hintergrund sieht. Ja, Bro, du hast jetzt zwei Möglichkeiten. Du ziehst das Ding durch, guckst auf ihre Reaktion, vielleicht findet sie es ja nicht schlimm. Oder du sagst das oder schiebst es, aber nicht aufschieben. Oder sag ihr jetzt einfach, oder mach Schluss oder irgendwas, aber nicht aufschieben, Digga. Wie wird er sich entscheiden? Augen zu und durch? Ja. Oh mein Gott. Ist das dein Ernst jetzt? Oh Gott, ich glaub das gar nicht. Ey, ich zieh mich direkt wieder an. Was ist das? Du hast ja gar nichts in der Hose. Meinst ich liebe dich, wir können es trotzdem probieren. Du liebst mich, das kannst du jemand anders erzählen. Der Arme. Ben tut mir einfach nur gerade sehr, sehr, sehr doll leid, ja? Junge, aber ich hab mit so einer Reaktion von Lana gerechnet. Lana ist eine fiese Sau. Also, dass die so reagiert, das war klar. Da hätte er mit rechnen können. Und die posaunt das bestimmt in der ganzen Schule rum. Warum? Was ist übrigens mit den Fotos geworden? Die Klassenkameraden haben ihn auf der Toilette auch fotografiert. Ist auch egal. Dass die so reagiert, war doch klar. Also, was hat Ben echt gedacht, ey? Meinst du, ich will mit einem Mann zusammen sein, der sowas in der Hose hat, also gar nichts? Ganz was? Bestimmt. Wir können es doch trotzdem versuchen. Ich liebe dich über alles. Ich würde alles für dich tun. Das kannst du ich liebe dich über alles. Wie kannst du, Bruder? Wie kannst du so eine Frau lieben? Wie kannst du so eine Frau lieben? Die liebst du nicht, Digi. Die liebst du nicht. Glaub mir. Ab direkt. Nein, Schatz, bitte warten. Nein. Lass uns doch drüber reden. Wir können doch trotzdem Lösungen finden. Das ist ja nichts. Schatz, bitte. Nein, lass. Du hast ein ordentliches Arschfax da unten. Bitte. Oh, wie die lacht. Ist so demütigend. Ich wusste, wie Lana redet. Bitte sag's keinem. Oh nein, das... reagieren wird. Ich wusste es von Anfang an. Ja, der macht es doch nicht, wenn du es wusstest, Mann. Und jetzt ist es genauso passiert, wie ich es mir gedacht habe. Ja. Jetzt werden alle über mich lachen und... jetzt werde ich als einsame Jungfrau mit einem Mini-P sterben. Das ist auch so demütigend, Alter. Wie konnte der so eine Rolle annehmen, Alter? Der nächste... Krassschule? Tag. Lana hat noch niemandem vom Zwischenfall mit Ben erzählt. Ah, okay. Die behält das für sich. Sag mal, Lana, wie kommt es eigentlich, dass du so eine gute Note in der Klausur hast? Ich meine, du hast doch dafür nicht so viel gelernt. Und oh nein, Ben schreibt ihre Klausuren. Die Beste bist du doch auch nicht. Naja, also erstmal bin ich auch nicht die Schlechteste in der Schule. Abgeschrieben habe ich auch nicht, denn das brauche ich ja nicht. Denn Ben hat mir nämlich die Klausur vorher besorgt. Ben. Die ist abhängig von Ben. Deswegen erzählt sie das auch noch nicht, weil die einen Kontakt zu Ben halten möchte. Weil sie da durch ihn gute Noten schreibt. Aha, erwischt. Auf frischer Tat ertappt. Ben. Ja. Okay, und das erklärt auch, warum Timo und die anderen so eine gute Note haben. Die ist fleißig im Glas abwaschen, arbeiten in der Gastronomie oder was? Warte, Timo und die anderen? Ja. Nein, also das kann ich mir gar nicht vorstellen, dass Ben denen das auch gegeben hat, weil die hassen sich doch. Weißt du, also... Die erpressen ihn mit den Fotos. Oh mein Gott, die kriegen auch die Klausuren, weil die erpressen Ben mit den Fotos. Ich bin mir sicher, er hat denen das nicht gegeben. Keine Ahnung, warum die so gute Noten haben. Naja, ich meine, weil sonst bekommen die ja auch nichts auf die Reihe. Weißt du denn, wo Ben die Arbeiten besorgt hat? Nein, und ganz ehrlich, es ist mir so scheißegal. Warum? Ich meine, ist irgendetwas vorgefallen zwischen euch?
Aber erzählt sie es jetzt? Ja, wir sind nicht mehr zusammen, ne? Ich habe Schluss mit ihm gemacht. Okay, sie hat Schluss gemacht. Das war's. Warum? Also sehr gut abgewaschen. Also die Sachen werden blitzeblank sein, wie sie die abwäscht, ey. Ja. Erstmal musst du mir wirklich versprechen, dass du das niemandem auf der Welt erzählst, weil du weißt gar nicht, wie peinlich mir das ist, dass ich das nicht vorher gemerkt habe. Ich schäme mich richtig fremd. Mhm. Ja, natürlich. Du weißt, ich bin deine beste Freundin. Oh nein, sie erzählt sie mir jetzt. Okay, das werden wir gleich erfahren. Wir machen ganz kurz die Grüße, Freunde. Grüße raus an die Magen, an das Kanalmitglied Abdelaue, Bahnsteiner an die Kommentare, Lea an Torana und den ersten Kommentar im letzten Video hat Amy geschrieben. Wenn du im nächsten Video auch gut sein willst, schreib einfach einen lieben Kommentar oder sei im nächsten Video der allererste Kommentar. Alles erzählen. Ja, also wie fange ich denn an? Wir wollten endlich miteinander schlafen. So, ich habe ja auch so lange drauf gewartet. Sie erzählt es ihr. Aber. Und... jetzt gibt's keine Klausuren mehr und jetzt gibt's auch keine Einsen mehr, weil jetzt hast du es erzählt. Dann habe ich ihn ausgezogen und dann habe ich gesehen, er hat einfach in der Hose, weißt du, wie groß ein Tic-Tac ist? So, und dann vielleicht noch anderthalb Tic-Tacs, so groß wie ein... Nahkampfstachel, meinst du? Ein Mini-Winnie-Würstchen, ey. Warte, ist das so abartig? Nein, ist das dein Ernst? Ja, verstehst du nicht? Er hat nur sowas. Was soll ich denn damit? Das ist doch kein Mann fürs Leben. Guck mal, jetzt wird sie sagen so, hä, das ist doch nicht so wichtig, das ist doch zweitrangig und so weiter. Und deswegen habe ich am Anfang gesagt, dass sie die Richtige für Ben wäre. Ben ist einfach nur blind gewesen und hat sich an die oberflächlichste und an die ekelhafteste von allen rangemacht, ja? Oder wollte mit der zusammen sein, so. Warum nicht direkt an sie? Weil sie ist verständnisvoll, da ist Ben besser aufgehoben, mein Lieber, ja? Na und? Es kommt nicht nur darauf an? Ey, ganz ehrlich... das geht nicht. Ist ja widerlich. Widerlich? Gott, ich glaub's nicht. Mit was für einer blöden ich befreundet. Direkt wieder beleidigen. Direkt beleidigen. Direkt beleidigen. Man kann sowas auch ruhig ansprechen. Hey, hast du dir mal Gedanken gemacht, dass sie das verletzen könnte? Oder dass es auch auf andere Dinge ankommt und so weiter? Nein, die beleidigt sie direkt als... also, Wahnsinn. Wie bitte? Verstehst du mich überhaupt nicht? Nein, ich verstehe dich nicht. Wie kannst du sowas machen? Wieso, verstehst du mich nicht? Das ist doch das Allerwichtigste. Du, ein lieber Junge, und du machst so etwas mit ihm? Ja, ist mir doch egal. Ganz das ist so asozial, es ist so asozial. Es ist einfach, wir können denen nicht mehr helfen und mir ist auch nicht mehr zu helfen. Es ist einfach so asozial. Oh mein Gott, du bist so eine kleine... was Bitch. Ist denn los mit dir? Ganz ehrlich, geh so ein... Spann doch mal, verstehst du meine Situation nicht? Ich verstehe das überhaupt nicht. Ich meine, oh mein Gott, ich kann es nicht glauben, warum ich mit dir befreundet war. Weißt du was? Wenn du ihn so toll findest und damit umgehen kannst, dann stopp ihn dir doch. Ich verdumme mit Hilfe. Wenn ich weiter so mache, dann bin ich, in ein paar Jahren ist mein Gehirn leer. Dann ist hier auch, ja, dann ist Licht an, aber niemand da, also. Ben, tut mir so leid. Lana ist so eine hinterhältige Hexe, dass sie so mit ihm spielt. Dafür, dass er einen kleinen... das kann er doch nichts. Wie sie das aber betont. Dafür, dass er ein winzig klein... wie sie das echt nochmal betont. Ah, oh, ich liebe Sophie und ich... das ist so, die Psychologin, seit wann reden die, die soll mal neutraler sein. Sie sagt, oh, ich liebe Sophie. Ich finde es super, dass sie direkt richtig, richtig beleidigt. Aber das ist auch nicht korrekt, direkt zu beleidigen, ja? Wunderbar, dass sie auch feststellt, Mensch, eine Freundin für mich, die Lana, auf keinen Fall. Ja, genau so geht's. Grenzen setzen, Qualitätsmanagement, bitteschön. Und Sophie dann... Qualitätsmanagement, bitteschön. Dankeschön. Zu Ben. Der Musical Dome, da war ich erst vorgestern. Ben ist verzweifelt. Aha. Er schämt sich für seinen vermeintlich zu kleinen... und will nur noch abhauen. Ja. Der 18-Jährige weiß keinen anderen Ausweg. Krass, der Wunsch mit 18 schon alleine, ja, mit Sascha zusammen. Er weiß keinen Ausweg mehr, er haut jetzt ab. Aber also davon wird er auch nicht größer, wenn er irgendwo anders wohnt, ne? Hey, dürfte ich vielleicht reinkommen? Ja, jetzt sie. Wieso, mir ist das egal. Ich will dich. Ich wollte dich was fragen. Du warst seit Tagen nicht in der Schule und ich habe mir Sorgen um dich gemacht. Ja, das ist... alles gut, ich bin ein bisschen erkältet und sowas und deswegen war ich momentan nicht in der Schule. Ben, ich weiß, dass du nicht deswegen in der Schule warst. Oh, sie weiß es. Eieiei, der Arme. Lana hat mir alles erzählt. Wie, sie hat dir alles erzählt, das verstehe ich nicht. Sie hat mir von deinem Problem erzählt. Du meinst von meinem... kleines Problem jetzt hier. Ja, das aber selber betont. Du meinst von meinem wirklich sehr, sehr kleinen Problem. Ja. Ja, sie hat alles erzählt. Niemals. Sowas wird sie niemals machen. Doch genau Lana, ich will immer Lola sagen. Genau Lana würde sowas machen. Genau die macht sowas. Genau die, ja? Exakt sie, ja? Hat sie. Wie kann man sowas machen? Wieso macht man sowas? Was fällt Lana ein, das einfach weiter zu erzählen?
Ja, was glaubst du? Gefällt es ihr, mich bloßzustellen oder was? Ich dachte, sie hätte ja, mich was glaubst geliebt, du denn? Aber hätte sie mich wirklich geliebt, dann hätte sie das doch niemals gemacht. Richtig, aber das hätte ich dir schon vorher sagen können, mein Lieber. Hätte ich dir schon vorher sagen können. Aber ist sowieso scheißegal, weil ich werde sowieso wegziehen. Warum weg? Wohin willst du? Du kannst doch jetzt nicht einfach weg. Wie? Doch, wenn man Ben heißt, dann kann man das. Ich kann nicht weg. Nein. Es macht keinen Sinn, alle wissen es bestimmt. Gehen. Wie, ich kann nicht, natürlich kann ich gehen, Sachen sind gepackt, tschüss. Du kannst doch jetzt nicht einfach aufgeben und das nur wegen Lana. Tschüssi, ich kann mich hier nicht mehr blicken lassen. Alle werden mich auslachen. Außerdem bin ich die Einzige, die davon weiß. Vor allem, wenn du die Klausur nicht mehr irgendwann besorgen kann und denen helfen kann, dann werden sie es ja alle, dann haben die ja nichts mehr zu verlieren und werden es dann vielleicht rumerzählen, so, ne? Deswegen, Ben ist sehr, sehr psychisch unter Druck, ja? Wie kommst du aber? Lana schämt sich wegen der ganzen Sache. Sie hätte es nur mir erzählt. Ja, aber ist egal, ich muss sowieso weg. Das ist. Aber warum? Ja, wegen der Jungs. Timo hat auf dem Klo Fotos gemacht. Penis fotografiert und hat das jetzt als Beweisfoto. Und hat mir gedroht, dass er es im Internet veröffentlicht, wenn ich nicht mache, was sie sagen. Das ist also der Grund, warum die anderen alle so gute Noten haben? Ja, du hast die Prüfungen geklaut? Ja, ich musste die Prüfung klauen, sonst hätten sie es veröffentlicht. Was hätte ich machen sollen? Im Internet, das hätte jeder Mensch auf der Welt gesehen, hätte ich nirgendwo mehr hingekonnt. Weiß nicht, was ich der arme Ben machen soll. Also, ich hätte da schon eine Idee. Wie meinst du, was denn? Was kommt jetzt? Naja, eigentlich kann das auch noch bis später warten. Ich muss dir vorher noch etwas sagen. Was denn? Also, lass uns jetzt einfach es hier und jetzt treiben, aber sofort. Du, ich finde dich schon ganz toll und ich bin seit längerem in dich verliebt. Oha! Oha! Das ist das nicht so Kindergarten-Dings, dass man verliebt ist, obwohl man den anderen, man mag jemanden leiden oder man findet jemanden gut aussehend oder attraktiv oder so. Aber verlieben kann man sich doch erst, wenn man auch was hat, oder? Oder kann man sich verlieben nur, wenn man, ja, keine Ahnung. Ja, ich glaube nicht. Und ich liebe dich auch mit deinem kleinen Problem. Das ist eine gute Idee. Also ich. Aber ich meine es wirklich ernst und ich bin nicht so wie Lana. Ich weiß, das ist alles. Ui. Ui, es oi. Hilf mir. Gefühle, Emotionen, Leidenschaft. Und diese Musik, love me like you. Ich sterbe, aber hilf mir einfach. Ich sterbe. Alles nicht wahr. Komm, ihr macht's jetzt hier und jetzt. Ja, komm. Ja. Hier und jetzt. Ey, Hilfe, das ist doch die Härte. Das können die mir nicht mehr antun. Die machen's jetzt wirklich hier und jetzt, oder was? So schön kann es gehen, oder? Ja, so schön kann es gehen und so schnell kann es gehen, meine Damen und Herren. Wie wichtig das für Ben jetzt auch ist nach Lana. So. Ey. Wow, einfach Happy End. Ben, der kleine Stecher. Drei Tage später. Ben war noch nie so glücklich wie mit Sophie. Ui, es wird nur noch rumgeleckt. Denn sie liebt ihn so, wie er ist. Und seine Größe spielt für sie keine Rolle. Sie liebt ihn, so wie er schon diese ernste Stimme. Seine Größe spielt für sie keine Rolle. Ich bin so froh, dass du der Polizei endlich alles gesagt hast. Ja, das ist. Polizei? Ich hatte ja eh keine andere Wahl mehr und dadurch, dass ich so schon. Ui, nein, da wird nicht lang gefackelt, da wird weiter rumgeleckt. Ja, komm. Ja, komm. Dass du wachst? Dadurch, dass ich so schnell ein neues Berufsförderungszentrum gefunden habe, war einfach alles einfacher und ich danke dir so krass, du hast mir so viel geholfen dabei, ehrlich. Und das ich ist liebe doch dich. Selbstverständlich. Ich liebe dich auch. Okay, die sehen sehr leidenschaftlich aus, die Küsse. Also, wenn die nach der Show nicht noch weiterhin was haben, dann das würde mich wundern, bin ich. Was ist denn das? Wächst da was? Wer wächst da was? Siehst du, Spaß, da wächst gar nichts. Oh, jetzt mache ich schon mit, aber das ist Hilfe, das ist TV. Na, dann in Real Life natürlich ist das natürlich ein, muss man natürlich sanft mit so jemandem umgehen. Pause und gucken nach. Ja. Okay, das war's, Freunde, schön.
endlich ist der Grusel zu Ende. Das war's mit dieser Hilfe-Folge, Freunde. Grüßlich alles. Ja, lasst gerne ein Abo da, wenn ihr euch in der Marketing seid. Das könnt ihr hier unten einfach tun. Hier auf mein Instagram. Hier seht ihr zwei andere coole Videos. Und dann sehen wir uns morgen in aller Frische beim neuen Video. Danke fürs Anschauen. Haut rein. Ciao, ciao.